Heute geht es mal darum, wie ihr euren Epic Games Namen ganz einfach und super, super schnell ändern könnt. Und zwar öffnen wir dafür natürlich erst einmal den Epic Games Launcher und warten dann eben ganz kurz, lädt einen kleinen Moment. Falls ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall noch machen. Ich bin jetzt aber natürlich schon angemeldet und ich denke mal, die meisten von euch sind auch schon angemeldet. Mit dem Epic Games Namen, wenn ihr den ändert, könnt ihr in den meisten Epic Games Spielen, wo ihr halt spielt, euren kompletten Namen ändern, so wie zum Beispiel in Fortnite, in Rocket League, in Ark oder auch GTA gab es ja auch immer. Und zwar drücken wir hier, wenn wir im Epic Games Launcher sind, einmal oben auf den rechts in der Ecke stehenden Buchstaben, bei mir jetzt im Prinzip ein G, und drücken da einmal drauf, wie gesagt, und hier unten steht dann unter Einstellungen einmal Konto. Und da gehen wir jetzt eben einmal drauf, das heißt, zack, wir gehen jetzt auf Konto und dann seht ihr schon, hier lädt jetzt eben einmal etwas, und zwar die Epic Games Webseite, und hier seht ihr dann jetzt auch nochmal eben ganz schnell das euren Epic Games Namen, und zwar steht dann bei mir jetzt hier Göring Steady, das ist mein Epic Games Name, und hier könnt ihr dann euren Epic Games Namen im Prinzip ändern, genauso wie bei der E-Mail Adresse. Ich zeige euch das jetzt mal anhand der E-Mail Adresse. Ihr drückt dann hier drauf, gebt euren neuen Epic Games Namen zweimal ein, zum Beispiel jetzt einfach mal Travex, zack, gebt den darunter, ist nämlich noch eine Zeile, gebt den darunter noch einmal ein und könnt dann das Ganze bestätigen, und dann wird euer Epic Games Name auch schon geändert. Bei mir, wie gesagt, jetzt hier Göring Steady. Ich kann das Ganze jetzt einmal hier wieder schließen, und dann müsst ihr einmal wieder euren Epic Games Launcher schließen, dann öffnet ihn einfach nochmal, und dann sollte sich der Epic Games Name gleich schon aktualisiert haben. Falls er sich noch nicht aktualisiert hat, wartet kurz 5 Minuten und dann sollte es auf jeden Fall soweit sein. So einfach geht das auf jeden Fall. Ihr könnt euren Epic Games Namen zweimal im Monat ändern, das heißt, alle 2 Wochen könnt ihr ihn auf jeden Fall ändern, und ich würde sagen, das war es jetzt auch auf jeden Fall von meiner Seite aus. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, denn ich bringe euch hier immer die neuesten Tipps und Tricks, und dann würde ich sagen, was ist jetzt auch auf jeden Fall von mir. Ich bin damit raus, haut rein und ciao.